Ja, okay. Die haben wir schon viel gebraucht. Warte nochmal. Die D6. Ja, ich hab mich schon gekämpft. Was kommt das jetzt? Hast du die mal Hände gemacht? Die anderen waren voll schnell in der Gast fertig. Ich weiß gar nicht, was sie hatten. Schon? Ja. Dafür eine Lichtung gesehen, ich brauche dann einfach in die Stadt rein, durchbrochen. Steht da so zu vierten. Also gut, was habe ich gemacht? Die Fackel. Die ist jetzt an, oder? Richtig. Du siehst einen Raum, wo nicht viel drin ist. Also es sieht schon verlassen aus. Sicher sehr voll ist. Du wartest in der Gasse, oder? Nein, ich bin direkt mit. Okay, du siehst ein goldenes Amulett rumliegen. Das sieht nach relativ wertvoll aus. Ansonsten stehen da noch leere Schränke rum. Du in der Kirche vermissen kannst. Und eine verschlossene Truhe. Dann frage ich mal Nostromo, wie es auf der Gasse aussieht. Ich bin mit reingegangen. Er ist mit reingegangen. Ich halte den Ausschau und er steht ganz am Ende. Du bist der Kopf. Also du stehst vor der Tür. Nein, ich bin am Anfang von der Gasse. Ich stehe vor der Tür. Also du stehst vor der Tür. Ich bin drin. Ja, also Trautmann, ja. Trautmann. Sag mal, wie sieht es in der Gasse aus? Ja, irgendwelche Zeugen oder so? Ich blicke mich um mit meiner herausragenden Sicht. Auch im Gegenüberfenster nicht, da schaut man. Nichts. Nichts verdächtig. Nichts Verdächtiges. Okay. Nach dem Haus habe ich Eingebung gehabt. Irgend so eine Stimme in meinem Kopf. Okay, dann sage ich zu ihm, ja, das Haus sieht ziemlich leer aus. Ja. Okay. Hat das im zweiten Stock das Haus? Nee. Gut. Also hat schon, aber ist nicht von da, wo ihr gerade seid, erreichbar. Wie ist er dann erreichbar? Rückseiten. Ja. Aber das ist ja voll die Familie. Ich habe ein Zimmer und ich komme nicht rauf oder irgendwo anders hin. Ja, vielleicht ist es ein anderes Zimmer. Es gibt ja auch Einzimmerwohnungen. Ja, dann hätte ich ja nicht nur eine Tür. Also das ist nur ein Zimmer, ja? Ja. Ohne Türen und Treppen. Doch, Türen gibt's schon. Ja, eine Tür. Und Fenster. Also eine Tür, nicht Türen. Es gibt eine Tür, ja. Die Ausgangstür. Die auch, die jetzt nicht mitgerechnet. Aber es gibt noch eine zusätzliche Tür. Ja. Krass. Ich gehe hin und schaue, ob sie offen ist. Sie ist offen, ja. Ich gehe rein. Kommst wieder in den dunklen Raum, weil er steht hier mit der Fackel noch da. Also Nostromo, warte mal kurz, ja, ich möchte mal die Truhe aufmachen. Okay, ich mach ist verschlossen. Dann nehme ich meinen supergeilen Dietrich. Ich halte dabei die Fackel. Ja, ich gebe ihn halt die Fackel und versuche die Truhe aufzumachen. Während du dich der Truhe näherst, spürst du eine leichte Schwäche über dich reinkommen. Ja, gut. Das kannst du gerne weitermachen. Mach sie trotzdem mal. Versuch's. Okay, dann hast du noch mal Schlösser gemacht. Ist das dann wieder schwer? Wenn du dich schwächer hast? Okay, hast recht, um eins. Ich weiß, was hast du gemacht? Das ja, du von weiß ich nicht, dass sich die Schwäche anders auswählt. Eine 3. 12. 8. Ja, easy. Größer Master. Die Truhe springt auf. Jetzt kriegt er wieder was. Und drin ist das. Noch eine Truhe! Das nehme ich gerne an mich, ja. Ich nehme dabei das Amulett. Das ist so eine coole Box mit so Böden. Kann ich die Box aufmachen? Also, wenn du kannst. Ich weiß nicht, was. Komm ich dabei schon an? Ja, du bist schon drin. Ich nehme mir ganz unauffällig. Also ich sehe mit dieser Box rumfummeln. Ich nehme mir ganz unauffällig. Also ich bleibe weiter draußen. Ich werde das auf keinen Fall. Geh dann schnell auf deinen Auto. Jawohl, aber nur mysteriöses Amulett. Goldenes Amulett. Goldenes, okay. Also ich befasse mich weiter mit der. Hört Kugel übernachtet jetzt. Warte, das muss irgendwie gehen, weil da ist auch so eins, was ich verstehe. Alles tun, soll ich tun können. Dann hat sie einen Film gegeben und hat der Bruder gesagt, ich habe einen Boden. Ich habe so eine Truhe heute auf Nein gesehen, als ich auf dich gewartet habe. Nee. Wir müssen jetzt wissen, wie es aufgeht. Gib die mal mir. Eins verschwunden. Gib mir die. Ja, also ist so bist, du wieder, bist du drin? Ja, ist ist das Goldamulett noch auf dem Sockel, wo es war? Er hat sich eben heimlich genommen. Hast du aber nicht mitbekommen. Weil ich es heimlich gemacht habe. Es ist nur weg. Okay, aber ich bemerke, dass es weg ist. Wohl, ja. Wenn du hinguckst. Ich gucke hin. Okay, wer hat das Amulett? Schon weg.
Ich mach. Nostromo? Ja, ich schau. Ja, hast du das Amulett? Wieso? Weil ich es gefunden habe. Ich habe aber die Tür aufgemacht. Und? Ja. Ich möchte schon was von den Kevin haben. Vielleicht ist ja was Natur drin. Wenn es aufgeht. Ich weiß, wie das aufgeht. Nee, nee. Das war aber nicht so was. Der hat sich schon noch an. Also während ich das mit der Truhe mache, nehme ich die Fackel dabei und gehe in den Raum rein, wo ich noch nicht drin war. Okay, ich folge ihm. Noch ein Amulett gehen lassen. Ich bin beschäftigt. Ich schaue mich währenddessen draußen nochmal um und schaue, ob sich die Truhe. Ich sehe das umsonst. Ich sag's dir. Ja, okay. Was sehe ich im Raum? Falls ich irgendwas sehe. Zählt ihr eigentlich Schlösserknacken zu der Truhe auch noch, zu der Kleinen? Nee. Das müsst ihr schon selber hinbekommen. Könnt ihr es nicht drauf würfeln, ob ihr es aufbekommt. Nee, haben wir das geschafft? Ja. Relativ schnell? Verhältnismäßig. Also wir haben so, sie jetzt schon? Bei der Zeit ein Minütchen noch. Was? Ich glaube, die waren auf jeden Fall schon weiter als ihr. Ihr habt ja bisher nur einen so einen Riegel gefunden. Nee, ich habe den anderen noch gefunden, aber bewegt sich nicht. Tja. Also, man muss zuerst das andere rausschieben, dass es anderes geht. Wenn man das andere rausschiebt, geht auch nichts weiter. Ja, okay, erzähl weiter, was ist im zweiten Raum? Ihr seht ein Bett. Was da oben bewegt, also wow. Ich bin nicht glücklich. Und einen leeren Kleiderschrank. Also ich sehe, dass er leer ist. Ja. So, das fühlt sich so falsch an. Ist eine Decke da? Eine Decke? Also eine Decke oder eine Decke, wo man sich... Das ist eine Decke zum Decken. Das einfach einbrechen. Da wohne ich jetzt. Warte, habt ihr die Tür hinter euch zugemacht? Welche? Die Haupttür oder die? Ja, die Haupttür. Die ist draußen. Das ist draußen. Nach draußen. Okay. Ja, das ist draußen. Aber ich habe nochmal geschaut, es ist bis jetzt immer noch niemand rein. Es hat sonst keiner reden. Da liegt alt aussehendes Bettzeug im Bett, ja. Gibt es noch eine andere Tür in dem Raum? Total voll gesifft und sowas mit der Ratten. Oh, das ist nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja. Passt, ich gehe aus dem Raum. Alles klar. Gibt es irgendwo eine versteckte Tür? Nö. Nein! Oh, das ist ein Fallloch im Boden. Fallloch? Nee, nee. Ein Fallloch. Okay. Ich kann da rausziehen, den Riegel nicht, oder? Nein. Ja, wieder. Das ist nicht. Dann ich muss mir ihn ja auch noch in eine andere Richtung ziehen. Irgendwie. Dann spreche ich noch Stroma an, ja. Das glaube ich dann nämlich nicht. Es geht nämlich nicht. Ja, es geht ja noch mehr als die Richtung. Ja. So, dann geht nicht runter rauf. Das geht auch nicht. Das ist richtig. Ja, vielleicht kann man ja noch was anderes in eine andere Richtung bewegen. Nein. Ja, doch. Ja, den kann man auch nicht bewegen. Den kann man auch nicht. Außer du kannst ihn reindrücken. Ja, so schwer ist das nicht. Das ist der erste, oder? Ja, wenn er nach draußen ist. Ja. Okay. Dann muss man da. Ich hab schon wieder angezogen, wirklich. Was war das? Was ist das? Ihr habt den nächsten Schritt sogar schon leicht verschoben. Ich habe einiges schon leicht verschoben. Ja. Das ist jedenfalls schon... Ja, Okay, dann kommen wir vielleicht. Oh, ich schwöre, ich habe das heute offline gesehen. Aber eine ähnliche. Ich glaube, da kann man noch was, oder? Ja. Das hat sich gerade... Oder das Boden? Ich glaube, es wird da weitergehen. Weil das hast du schon nicht gemacht. Ja, das kannst du jetzt vielleicht so... Ja, genau. Den Deckel rausziehen. Nein, das war der nächste. Der Boden verschoben, oder? Ja, das war der dritte. Bisschen weiter der zweite. Nein, warte, das war der erste, das war der zweite. Ja. Das war jetzt der dritte. Hast du den verschoben? Ja, das ist jetzt verschoben. Darauf wahrscheinlich ziehen. Das andere. Ja, geh wieder her. Den haben wir rübergeschoben. Ihr habt es auf jeden Fall fast. Schon? Ja. Den oberen? Nein, weiter geht er nicht raus. Ja. Dann vielleicht hier auf der Seite. Ich bin eh nicht da. Das da. So. Und jetzt doch im Container. Ja, die geht immer noch nicht. Geht's noch aus der Decke? Zeit leeren. So. Ich muss die SD-Karte jetzt auch verschützen, ne? Ja, jetzt muss ich die SD-Karte wechseln. Oh ja. Ist auch gleich. Kiste. Können wir weitermachen? Kiste. Ja. Okay, wir sind zurück nach einer mit Eis.
kleinen, sehr großen Pause. Und er kann es kaum erwarten, die Kiste zu öffnen. Das stimmt. Ich auch. Wir alle. Hauptsächlich, ja. Tu es. Es ist. Zettel! Ja, sag ich dann. Was steht auf der Zettel drauf? Du legst einfach so auf den Boden. Ein Code. Oh. Code. Muss ich das übersetzen? Sonst nicht? Ja, die Kiste nehmen. Die packe ich in meinen Rucksack rein. Nimm mir den Code. Okay. Yay. Ja, kannst du sie wieder haben. Schreib ich gut an. Ich weiß nicht, was in dem Text ist. Was will ich denn als Code? Tja. Ich bin innen und draußen. Ein Code. Ein geiler Code. 10 was? 103. 50, 30, 50. Also, da du ja die Schriftblaue hast, ja, überlassen. Kriegen wir das alles? Nein, das ist nur ein Zettel, wo das draufsteht. Oh. Aber ich krieg das alles zusammen. Ja, wenn du schon die Schriftrolle hast, ja. Vielleicht gehört also das dazu. Also, damit weißt du Bescheid, wenn es dann davon Fotos einnimmt. Post-Production David, du weißt Bescheid. Vergangenheits David, yeah. Okay. 1000 komplette Pisten, Deppert. Die vor. Ja, ich pack das halt alles ein. Mhm. Möchtest du sonst irgendetwas machen? Warte. Also es gibt keine Hinweise auf den Orbital zu abonnieren, oder? Nee. Bullshit. Ich wundere mich aber schon sehr, warum so eine scheiß Magierin so viele Waffen braucht. Vielleicht braucht eine Armee, die wir schon gesehen haben. Und sonst hat es da nichts erinnern gegeben? Nee, und die geile Kiste, die ich jetzt eingepackt habe. Tja, ja, ich schreibe mir das gleich auf den Inventar. Gut. Okay, was machen wir jetzt? Der andere dreimal hat also, schon gecheckt. Ich check nochmal, ob ihr Nostromo. Es kommt ein Gardist. Oh, ich bin am Essen. Okay, ich flüstere laut. Also ich zisch so rein. Da kommt jemand! Ich hab noch zwei! Übrigens! Okay, komm mal rein, mach die Tür zu, wir machen die Fackel aus. Ja, mach die Fackel aus. Okay, komm mal. Da ist nichts. Der Gardist kommt direkt auf dich okay, zu. Okay, ja, stimmt. Achso, ah, bleib draußen. Wir machen die Tür zu. Ja. Okay, ja, dann macht ihr am besten die Tür zu und ich beginne mit dem Gardisten zu reden. Mhm. Jetzt stirbt er. Der ist zu groß. Ich stelle mich an die Tür nah ran und höre zu. Okay. Warte, ich stelle mich so ich will die Fackel von dir zurück. Okay. Ah, danke. Okay. Und an die Wand. Mhm. Also, im Zweifel zum Großen Herr Gardist. Der Mund ist mir wollen Sie ein Messer kaufen? Was tun Sie hier von diesem Haus? ich bin nur etwas spazieren gegangen, ich konnte nicht schlafen. Sie wissen ja, in der Taverne ist es immer so laut. Das ist eigentlich schon ganz gut. Ja. Dann öffnet er die Tür von dem Haus und merkt, dass die offen ist. Folgen Sie mir mal mit hier rein. Wie Sie wünschen. Ich bleibe im Dunkeln hinter der Tür, ich habe mich extra positioniert, dass ich hinaus. Ich gehe weg von der Tür. Und dann schauen. Ja. Ich gehe. Ich bleibe im zweiten Raum. Ja, ich stelle mich. Ich habe auch meinen Stab schon im Nacken. Sonst okay. Bleiben. Ich ziehe mein Dolch und einen Wurfdolch. Mein Dolch. Ich ziehe Schwert und Schild und gehe bis seitlich vor der zweiten Raum. Wie, was er macht? Er ist gerade an der Tür gelehnt und der Gardist will sie aufmachen. Da muss er natürlich zuerst wegrennen. Ja. Ja, aber Zeit. Wenn er das Schwert dann so zieht, meint er. Ich glaube, das ist was für Geräusch macht, so Sching! Ja, er hat ja zum Beispiel. Ich sehe ihn gerade einen fucking Gürtel dran. Es ist ein Hormesser, kein Schwert. Hormesser außerdem. Okay. Ja, okay, okay. Okay, warte. Okay. Steht sie, ihr steht noch im ersten Raum, oder? Oder im zweiten? Ja. Ich schaue hinter der Tür weiter. Ich gehe jetzt in Richtung von deiner Tür, aber stell mich daneben, nicht vor der Tür. Ah, ich gehe halt nur noch hin, weil ich damit dass ich bis zur anderen Seite vom Raum springt, bis er die Tür macht. Ja, also ich folge dem Gardisten. So,
So, also, die ganzen Leute, die hier jetzt so drin sind, ja, ihr folgt mir jetzt mal bitte einmal kurz. Ein gewisser Graf Ulmtreu Upläger möchte euch gerne sprechen. Graf Ulmtreu Upläger von Appelheim. Okay. Ich rühre mich kein Stück. Sagt er, wie viele Leute folgen sollen? Also hat er uns alle gesehen? Ja. Alle. Er hat auch mich im zweiten Raum gesehen? Nee, aber er hat gewusst, wie viele drin sind. Wieso? Weil er uns vorher beobachtet hat, oder? Okay. Okay, dann komme ich aus dem zweiten Raum raus, aber steck meine Waffen nicht weg. Oh. Ich stecke meine Waffen, dann kommen wir raus. Ja, okay, jetzt kämpfst du eh, ja. Ich bleib sitzen. Also knien, hockeln da hinter der Tür. Okay. Das heißt, ihr folgt dem Gaddist, ja? Ja, also ich hoffe, du bringst du zusammen aus dem Haus raus? Nein, ich bleib noch so drin stehen. Ich hab gesagt, ich komme raus. Da hat er gesagt, wir sollen folgen, aber wir sind selber noch nicht rausgegangen, oder? Macht er jetzt. So. Also ich gehe raus, ja. Okay. Ja, ich schon auch, ja. So, und die zwei anderen wollen bitte auch mitkommen. Das sagt er schon. Ja. Da war er noch nicht mal draußen. Während beim Rausgehen. He knows. Ich bewege mich noch nicht. Wir sind draußen. Nicht. Wir könnten eigentlich du überraschen von hinten und ich werfe einen Dolch. Natürlich vielleicht ich, aber es ist egal. Du hast hoffentlich nicht laut gesagt. Ich habe es auch gehört. Also nein. Ich bin nicht drauf. Ich folge ihm langsamen Schrittes. Ich stecke meine Waffen aber noch immer nicht weg. Aha. Er geht also raus. Ich gehe auch raus. Wenn, ist ja schon alles raus? Ja. Dann gehe ich auch nicht, dann mach die Tür hinter mir zu. Okay. Er ist also noch drin. Also bist du noch drinnen? Naja, ich komme bist du auch komplett raus. Ja, ja. Gesagt, okay. Raus. Er folgt ihm langsam. Ich gehe als letzter raus. Okay. Mach die Tür hinter mir zu. Gut. Dann folgt. Hat's keinen interessiert, warum so ein einzelner Distanz zu den Kohlengraben führen will. Wir rennen ihm einfach. Naja. Folgt mir also bitte. Ja, du wusstest, ich da. Ja, okay, dann stecke ich auch meine Waffen. Okay. Dann ich halte mir eine Stock in der Hand, dann nehme ich zum Gegenwehr immer. Okay. Dann geht ihr also mit, ja. Komplett ja. Zum Grafen, ja. Ja. Wie weit ist das dann? Also, er wird uns ein Stückchen führen. Ja, ich sage nicht. Zu seiner. Zu der Grafschaft, die ist ein bisschen außerhalb. Was mit der Stadt auch? Können wir schreiben, wir werden entführt? Also. Freiwillig hinterher! Ja, aber in dem Moment im Eifer des Gefechts dann vielleicht. Ja, vier erwachsene Leute werden von einem einzelnen Gardisten entführt. Genau, der bittet die dann aus der Stadt hinaus! Das heißt, das ist kein Stadtgardist, ja? Habe ich das richtig verstanden? Scheinbar ein Gardist vom Grafen. Ja, hat der in der Stadt überhaupt was zu sagen? Ja. Wie weit ist das? Nein, ist so. Ist halt immer noch ein Gardist. Richtig. Also, ja, diese Grafschaft liegt von der Stadt entfernt ein bisschen, ja? Ganz bisschen, aber schon nah. So, dass es auf jeden Fall zu sehen ist. Meine Füße sind müde! Ich pfeife so, dass mir mein Falke unauffällig folgt. Okay. Ah, mach das. Dieser Weg zwischen dem Start. Ist das im Tag unauffällig folgt? Dieser Weg zwischen der Stadt und der Grafschaft ist beleuchtet, oder? Nee. Kennst du hier einen Wald? Nee. Kann ich mir keine Stecken auf dem, oder? Aber. Kann ich Brotkrumen wegwerfen? Könntest du gerne tun. Hast du Brot? Nein. Dann habe ich mich. Ich biete meine Gurken gern. Herr Gassi, wollen Sie ein Messer kaufen? Pferdefutter aus. Ja, geil, ja? Ja. Der Gardist läuft übrigens wortlos voran. Schon. Und läuft. Interessiert sich nicht dafür, ob ihr ihn folgt. Läuft oder geht. Ja, das heißt, laufen jetzt, heißt für mich. Wir können einfach umdrehen und wieder weggehen und der scheißt sich nichts. Also naja, wissen wir nicht. Können wir es ausprobieren. Martin, welche naja, wenn Folge er sagt, gehen wir? Ich bin der Letzte. Dann bin ich der Vorletzte. Ja, ich bin der Erste. Ich bin der Vorletzte. Gehen wir vorbei ja, an den Lokalen, also am Marktplatz. Ja. Okay, ich dachte, ich überlege mir den Pferd. Ich frage den Gardisten, ob ich mein Pack, also mein Pack, natürlich mein Pferd mitnehmen kann. Könnt ihr später holen. Das heißt, wir kommen wieder hierher. Das ist ein Versprechen. Ja. Ich nehme sie da beim Wort. Ja, klar. Es geht um einen
ein Gefallen. Der schaut, ja, okay, der schaut uns aber okay. auch nicht an, oder? Wird uns immer. Moment, dann wird uns irgendwas vorgeworfen. Den Zettel kurz aus meinem Beutel. Okay. Wie hat der geheißen? Wer? Der Graf. Irgendwas Ulmendorf von. Graf Ulm, treu Upläger von Appelheim. Fast. Ulmendorf. Dann wahrscheinlich jetzt den Schlüssel. Darf ich das mal sehen? Ich habe das noch gar nicht gesehen. Nein. Ich war nicht im Gleichgewicht. Also, ja, du hast es aber auch nicht angeschaut, oder? Der hat mir das du weißt ja nichts davon. Ich habe es eingesteckt. Achso, ich weiß ja. Du warst da draußen. Ja. Ja, okay. Dann darfst du es nicht sehen. Du bist jetzt ganz am Ende von der Ding, von der Kette. Das ist auch wieder richtig. Wie weit ist da? Wird uns überhaupt was vorgeworfen? Ich jetzt nicht. Die Datums. Es geht nur um einen Gefallen. Es geht um wie weit Gefallen. Ist der Dist von mir entfernt? Also. Er läuft halt Leute, vor David. Es geht nur um einen Gefallen. Also wir haben jetzt keine irgendwelche stressigen Situationen. Ich wollte mir außerhalb der Stadt stechen. Ja, ich denke mal schon. Ich wollte eigentlich recht mit Deutsch sagen. Da ist du kannst um den David herum. Ich würde eigentlich die Elaine fragen, so zuflüstern, ja, willst du mir helfen? Mach wirf mich vor. Ich hätte nein darauf geantwortet. Nicht? Also fragst du mich das? Nein. Ich meine, ich bin jetzt schon im Dann habe ich nicht so geantwortet. Ja, aber ich meine, ja, ich bin auch als er gesagt hat, dass er ja. mal einen Gefallen hat, dann hätte ich das hier nicht mehr gefragt. Ja, ich finde, also jetzt wenn es nur ein Gefallen ist, ein bisschen, also wenn es zu bunt wird, können wir eh einfach gehen. Oder umbringen. Ja, dort wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Warte, wie viele Waffen habe ich? Ja, aber wenn wir alle hinterher gehen, gehe ich halt auch hinterher. Ja, gut, man, gehen wir zum Graf. Gehen wir zum Graf Hibi. Gut. Vom Appel. Kommt ja von der Ecke. Appelheim oder Appelheim? Appelheim. Mit M. Okay. Kommt ja so an der Grafschaft an, die wirkt relativ groß, etwas verlassen, bisschen runtergekommen und verwildert. So wie das Haus. Jetzt haben wir groß, verlassen, verwildert, ist er reich. Sehen wir Wertgegenstände? Nein. Ich meine, er ist nicht reich, oder? Es ist zwei. Ich habe gesagt nein. Also, ja, okay, weiter. Ist er jetzt reich? Relativ. Oder nicht? Nein! Okay, dann habe ich auch nichts gegen ihn. Und relativ menschenleer. Auch generell. Also das nur die eine Waffe. Naja, vereinzelt. Außer? Mit der Garn ja, auch fertig genau. werden. Ich schau auf den eigenen. Ich kann es mal weiterziehen. Ich würde echt nicht mitgehen, aber ich habe nicht, bin nicht so der Typ dafür, einfach auf Leute einzuprügeln. Tja, das war mein Problem. Ich denke, ich erwarte, dass wir uns wehren werden, aber. Ja, fang an. Meine Mutter will einen Nudelsalat machen, wollt ihr da auch was davon? Jo, gern. Jo, okay, dann sage ich dir das immer so. Jo, sage das so. Jo. Aber so, dass zwei übrig bleiben für dich. Ja, danke. Sage das so. Ah, ich hab echt irgendwie erwartet, dass ihr euch wehren werdet. Warum weißt du, dass du dich wehren wirst? Ja, aber als Einziger steckt auch seine Waffe. Anfangen tue ich nicht, das weiß ich. Ich bin neugierig. Ich habe meinen Stab bereit in der Hand gehabt, da einzuleiten, wenn irgendwas vorhat. Also, du bist ja viel besser ausgerüstet oder wie wahrscheinlich. Denn wahrscheinlich eine Rüstung an, scheint das Schwert. Sag, du hast auch eine Rüstung an. Nein, ja, ich habe fucking T-Shirt, einen Leibwall an und dann ich wirf dreimal eine Eins. Das habe So. Und der hat schon einen Brotfäuschen gemacht. Ja, okay, also wir kommen aber zur Grafschaft aus. Ja, wenn das nicht geht, das ist wenn das ausschaut, könnte das bricht wieder nicht ab, dann wirst du mir. Ja, von seinem Auge, oder was? Da dreht sich nicht da oben. Ich kann jetzt, bevor wir darüber beschließen, ob wir den abmurksen, können wir jetzt uns anhören, was er von uns will. Er wollte direkt das. Ja, möchtet ihr in der Grafschaft noch irgendwas machen, oder wollt ihr direkt weiter zum Graf? Zum Graf. Pass drauf auf. Wenn ja, was kann man da machen? Ich mach grad was. Pass drauf auf, ob die Türen verschlossen sind. Mhm. Und merken wir den. Sind die das? Welche denn immer? Die, du, also, wo ihr durchkommt, die sind verschlossen gewesen, aber werden naja, nicht nach, geschlossen. Naja, nach, ob die hinter mir wieder geschlossen werden. Nee. Wenn ich merke, wenn den Weg sehr gut. Okay. Dann kommt ihr in den Raum, wo der Graf sitzt. Da wird dann die Tür hinter euch verschlossen. Ja. Wir gehen nicht dran. Okay, dran. Ihr seid schon drin. Ach so. Wie viele Leute sind im Raum? Der Graf und der Gardist, der euch geführt hat, und dann stehen noch zwei Gardisten neben uns da. So viel.
Ja. Zwei Blämmen bricht. Gut, weiter. Das wird dich noch lange verfolgen. Ja. Den 14 zu grüßen, damit da zwei übrig bleiben. Ach ja. Du bist das ist gute Name, du okay. Also den 12 zum Gruße. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich hätte ein Anliegen an euch. Und zwar treiben sich Orks bei uns im Land rum. Ich kann leider meine Gardisten nicht schicken. Die haben meine Frau und Kinder entführt. Die Gardisten? Die Ork-Bande, die hier unterwegs ist. Der dumme Füßen nach der Jugend. Die Ork-Bande, die hier unterwegs ist, also müsst ihr euch vorstellen, ihr seid ja hier. Und hier fangen die Ork-Lande an. Also es ist schon möglich, dass das passiert. Ja. Wie viele Kinder hat er, damit noch Zeit da weggeprüft werden? Ihr müsst alle übrig bleiben pro Minute ein bisschen. Ja, muss ja nicht davon. Aber nur für zwei. Ja. Wir fahren das so weit runter, dass zwei für deine übrig bleiben. Ich weiß nicht, wofür noch denken, als die anderen brauchen. Ja. Ja. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr die Gruppe verfolgen könntet und vernichten könnt. Ich rüste euch auch mit allem aus, was ihr dafür braucht, mit Waffen und Rüstung. Wenn ihr das schafft, bekommt ihr 300 Dukaten von uns. 400. Pro Person? Für jeden von euch. Was sagen Sie zu 400, Herr Graf? 300 Dukaten ist schon eine Menge. Ja, aber wer 300 zahlt, zahlt auch 350. Eigentlich nicht, nein. Also mein